Wir sind mitten im Kritikgespräch und jetzt kommt sozusagen die Technik. Denn da im Hintergrund läuft auch eine gewisse Technik und diese Technik hat zu tun mit dem Maßstab. Ein Kritikgespräch kann nur dann entstehen, wenn jemand sich nicht so verhält, wie er sich verhalten sollte. Und dieses, wie er sich verhalten sollte, ist der Maßstab. Das heißt, wenn wir diesen ersten Punkt jetzt hier betrachten, Maßstab, dann müssen wir zwei Dinge vorab klären. Ist der Maßstab existent? Also gibt es einen Maßstab? Und ist er bekannt? Ja, ist der Maßstab A vorhanden? Und B, ist er kommuniziert? Also, nehmen wir wieder unser Beispiel mit der Frau Schulte. Gibt es eine Dienstanweisung, eine Vorschrift, eine Betriebsvereinbarung, irgendeine Regel, die sagt, dass in diesem Areal Schutzhelme zu tragen sind? Das ist der Maßstab. Ist der Maßstab existent? Und ist er bekannt? Wenn er nicht bekannt ist, dann haben wir einen Führungsfehler gemacht. Ja? Das heißt, wenn wir mit der Frau Schulte im Gespräch sitzen und die Frau Schulte sagt, das ist aber interessant, das wusste ich ja gar nicht, dass ich da einen Schutzhelm tragen musste oder muss, dann ist die Frage. Gibt es den Maßstab? Und ist der Maßstab kommuniziert worden? Wie macht man das in der Praxis? In der Praxis stellen Sie sicher, dass der andere die Kommunikation empfangen hat. Das heißt, Sie machen aus Kommunikation, wo immer es geht, eine Hohlschuld und keine Bringschuld. Hohlschuld, wichtige Regel, ja, wichtiges Führungsprinzip. Machen Sie aus Kommunikation, wo immer es geht, eine Hohlschuld. Das heißt, machen Sie zum Beispiel ein schwarzes Brett oder ein Intranet und schreiben in die Arbeitsverträge rein, der Mitarbeiter ist verpflichtet, sich einmal am Tag am schwarzen Brett zu informieren oder einmal am Tag im Intranet zu schauen. So, fertig. Dann haben Sie eine Hohlschuld daraus gemacht. Sie wissen, die alte Regel für Kommunikation lautet, neben den Dingen, die wir schon besprochen haben, Watzlawick und Schulz vom Thun, die alte Regel von Konrad Lorenz, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht getan und getan ist nicht beibehalten. Das ist die alte Kommunikationsregel von Konrad Lorenz, dem großen Verhaltensforscher. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, selbst wenn wir das einmal sagen, heißt das längst nicht, dass es gehört wurde. Wenn es gehört wurde, heißt es längst nicht, dass es verstanden wurde. Und vor allem heißt das alles nicht, dass es getan wird und beibehalten wird. Das sind also viele, viele Zwischenschritte, die gegangen werden müssen, um ein neues Verhaltensmuster zu implementieren. Wir wollen, dass die Frau Schulte jetzt, und zwar gewohnheitsmäßig, routinemäßig, ihren Helm trägt. Erster Ausgangspunkt. Gibt es einen klar kommunizierten Maßstab, eine Dienstanweisung zum Beispiel? Und ist diese Dienstanweisung auch ordnungsgemäß kommuniziert worden? Steht das am schwarzen Brett? Steht das dort, wo die Frau Schulte verpflichtet ist, es zu lesen? Wie auch immer. Das ist der Maßstab. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.